So, bringen wir alles nach unten. Es werden frische Pfeile hochgebracht. Ja. Und es ist auch schön, dass meine Leute ein bisschen mehr als nur eine Sache tragen können. Wenn ich mich an Dwarf Fortress erinnere, da sind meine Hauler teilweise mit einzelnen Pfeilen rumgelaufen. Wenn ich nicht genug Säcke oder Quiver oder so hatte. Ja, und hier werden Copper Coins und War Game Meat aufgesammelt, von dem ich hoffe, dass die Orks es einfach als Wegzehrung dabei hatten und nicht Orkfleisch ist. Wobei Zwergen kann man auch zutrauen, dass sie alles Mögliche essen. So, die Tür ist fertig. Draußen ist auch alles eingesammelt worden. Das heißt, wir klicken auf Next. Die letzte Kriegsgruppe ist hier und sie haben Gnoll Archer in ihren Rängen. Gnoll Archer haben eine längere Range als unsere Kurzbögen. Während der Kampf musst du vielleicht eine Attack Area assignen, um deine Castle Guard dazu bewegen, sie im Nahkampf zu bekämpfen. Viel Glück! Da sieht man die Gnoll Archer, wie sie angelaufen kommen. Und sie können von der Entfernung auch wirklich schon schießen. So, das heißt, wir müssen erst einmal... Oh, und unsere Bogenschützen sind gar nicht auf ihren Türmen. Das ist sehr schlecht. So, okay, wir pausieren. Wir haben hier die Gnoll Archer. Das heißt, wir machen eine recht große Combat Zone hier. Und sagen der Castle Guard, sie soll angreifen. Naja, unsere Zwerge werden hier oben bereits in Stücke geschossen. Aber für sowas ist ja unsere schwer gepanzerte Nahkampftruppe da. Die erstmal einfach an den Gnoll Archern vorbeigeht, weil sie erstmal die Zone wollen. Okay. So, der erste Gnoll Archer ist down. Du hast keinen Bock anzugreifen, wie es mir scheint. Der zweite Gnoll Archer ist auch down. Ja, erinnert mich gerade auch ein bisschen an unsere an die KI aus Dwarf Fortress. So, das heißt, die Attack Area können wir deleten. Und wir haben es geschafft. Next. Gute Arbeit, Kumpel. Du hast das erste Level abgeschlossen. Dann starten wir gleich mal Level 2. Das ist Goblinwood Fort. Ja. Wache über die Goblinwoods. Guten Morgen, Kumpel. Willkommen in den Wispy Woods. Goblins wandern durch diesen Wald. Und der Iron King will, dass wir sie in ihren Bewegungen einschränken. Um das zu erreichen, brauchen wir ein Vor, um über diese Wälder zu wachen. Zeit, die Base Grundlagen zu lernen. Es gibt ein paar Arbeiter,
unter deinen, also Laborers, unter deinen Zwergen. Bring sie zur Arbeit, indem du sie Bäume fällen lässt. Und ein paar Stämme hast, mit denen du arbeiten kannst. Klicke auf den Feld-Tree-Buttons. Klicke und ziehe über ein paar Bäume. Also wir sollen Logs gathern. Wir haben jede Menge U. Und Oak hier. Also lassen wir sie erst einmal... Die zwei hier in unserem Stadtgebiet... kaputt machen und... kaputt machen. Fällen und dann fällen wir noch hier so. Die paar. Und ich. So, dann macht euch mal die Arbeit. Okay, dann. 10 Loks sind schnell geschlagen, wie man sieht. Next. Guter Job, Kumpel. Das Holz, was wird nützlich sein zum Bauen. Lass deine Arbeiter weiter Holz sammeln, während wir andere Sachen, während du andere Aufgaben erledigst. Beachte die Side Objectives in deinen in der oberen rechten Ecke. Side Objectives müssen nicht sofort erledigt werden. Es braucht nicht viel Arbeit, um einen Zwerg hungrig zu machen. Beordere deine Farmer, Wasser und Trinken zusammen. Wasser, Essen und Trinken zusammen. Klick den Fat Tree Button, reveal den Harvest Button, klick den Harvest Button. Klick und drag über some, ziehen über ein paar Turnips, um die zu sammeln. Und ziehen über Red Rainwood Flowers, um Trinken zu sammeln. Also die Red Rainwood Flowers sind hier ein paar und hier. Und Turnips sind hier jede Menge. Gut, das heißt, wir brauchen den Harvest. Und sammeln hier die Turnips. Und hier die Turnips. Hier Rainwood Hier, Rainwood. Und hier auch. Rainwood. So, da sind noch ein paar einzelne. Und die da noch vielleicht. Haben wir irgendwo noch Turnips vielleicht rumliegen? Ah ja, hier. In unserer Senke haben wir noch ein paar Turnips. Und ein paar Rainwoods. Gut. 4 Turnips und 4 Rainwoods. Also wir sind mit Wayfarer Rations und Dwarf Stout gestartet. Also ein bisschen Essen und Trinken ist schon da. Gut. Das ist auch erledigt. Deine Zwerge werden viel mehr verlangen, um ihren Hunger zu stillen. Orte deine Farmer an, viel mehr zu sammeln. Sammle außerdem etwas Tallgrass für Stroh. Es gibt ein neues Gather Site Objective in der rechten Ecke. Beachte die Menge an Essen und Trinken in der oberen linken Ecke. Sieh zu, dass es nicht zu tief fällt. Also das ist das Essen und Trinken. Hier oben haben wir den Überblick. Hier steht auch, dass wir auf Layer 40 gerade sind. Mal sehen, wie wir runterkommen. Hier steht auch, wie viele Sachen unhauled sind. Unsere Population. Ah. Free Soldiers, okay. Eine kleine Nummer von Soldaten zählt gegen deine maximale Population. Wenn du so viele Soldaten erstellst, dann wird das deine maximale Population erhöhen.
Tote Zwerge zählen all zur maximalen Population, solange sie nicht begraben wurden. Aha. Da das Rainraum, was benötigt wird, bevor die Population sich erhöht. Und die Zahl der Zwerge ohne Task. Hm, okay. Also wir sollen weiter Turnips und Rainwood gathern und auch Stroh jetzt. Da hier jede Menge Tallgrass ist, lassen wir sie das gathern. Das gathern. Ah, und ziehen einfach mal über das Tallgrass hier auch hinweg. Die Frage ist, wo finde ich noch Turnips? Na gut, da... Oh, da sind jede Menge Turnips. Da sind jede Menge Rainwoods. Da sind auch gut Rainwoods und Turnips. Aber ich würde sagen, ich gather das hier oben. Von mir auch die... Das Tallgrass. So. Next. Zerschlag ein paar Felsen, um Stein zu sammeln. Die sind nötig, um grundlegende Steinwerkzeuge zu bauen. Ja, den Crush Boulder Button brauchen wir. Da brauchen wir Boulder. Das ist ein Boulder zum Beispiel. Hier sind ein paar Boulder dazwischen. Hier sind ein paar Boulder. Und hier sind ein paar Boulder. Gut. Dann lassen wir sie auch mal Boulders zerhauen. Ja, da hört man schön, wie sie zerhämmern. Das machen wahrscheinlich unsere Laborer, so wie das Bäume fällen. Während unsere Farmer eben das Pflanzensammeln übernehmen. Die beiden könnt ihr auch ruhig noch einsammeln. Ja, daraus wird Stroh. Ah, sehr schön. Gut. Time to get organized. Also erstmal brauchen wir noch mehr Holz, sehe ich gerade. Also geben wir hier das Holz in Auftrag. Von mir aus auch noch die Baumreihe hier und die Baumreihe hier. Zeit, um etwas Organisation reinzubringen. Erstelle ein paar Storage Areas, damit deine Zwerge nicht so weit laufen müssen. Zu den Ressourcen, die du gesammelt hast. Klick den Storage Area Button. Ja. Klick und zieh am Grund. Ein Window, ein Fenster wird aufpoppen. Select Wood. Also Holz soll drin gestort werden und da sollen wir noch eine für Food und Drink, einen für Stone and Earth und einen für Agriculture bauen. Und die sollen jeweils 8 Felder groß sein. So, da wir hier das Zentrum haben, mache ich sie einfach mal 12 groß. So. Der erste ist für Holz. Ist erledigt. Der zweite soll für Stein und Erde sein. Oder so. Der für Food and Drink. Und der letzte ist Agriculture. Next. Workshops erlauben deinen Zwergen zu craften. Hunderte von verschiedenen Items. Befehle deinen Zwergen, diese zu bauen. Einen Standard Wood Workshop oder einen Stone Tool Workshop. Basic Wood Workshop. Click the Basic Workshop Button, click the Desired Workshop, click the Terrain to build the Workshop. Ja. Ja, man sieht, sie haulern das herumliegende Essen jetzt hier auf die Felder.
So wie es aussieht, haben wir nicht mal genug Platz überhaupt, um unser ganzes Essen hier im Zentrum zu lagern. Aber dafür, um unser Holz so einigermaßen zu lagern. Okay. Die Workshops bauen. Ja, das ist auch eine nette Sache. Es gibt nämlich hier ein riesiges Workshop-Fenster eigentlich. Wir haben Basic Workshops, die sieht man hier. Dann haben wir Advanced Workshops, da sind auch ein paar. Expert Workshops sind auch noch genug. Und die Markets. Und eine Training Area. Archery Range, Weight Training Area. Braucht 12 Barren und ein Tool Rackway. Stone Body Training. Increases the health. Ah. Melee Combat. Ja, Sparring Grounds braucht sehr viel Zeug. Egal, gut. Also wir lassen uns gerade ablenken. Wir sollen einen Basic Wood Workshop bauen und einen Stone Tools Workshop. Und ich mal hoffe, dass da hinten noch gesammelt wird. Ja, unsere Farmer latschen da hinten hin. Gut, okay. Also, Basic Wood Workshop hat einen In and Out. Das heißt, ich werde ihn drehen und ihn hier direkt an den Holz-Stockpile bauen. Genau dasselbe für den Stone Tools Workshop an den Stein-Stockpile. So, der braucht Lock und Rock und der braucht auch Lock und Rock als Baumaterial. So, wir haben unsere Turnips auch fertig gesammelt. Ich lasse sie aber hier oben ruhig weiter sammeln. Was man netterweise machen kann, ich kann eine Storage Area, also ein Stockpile, vergrößern. So, der ist größer jetzt. Jetzt haben sie da mehr Platz für Essen und Trinken. Und es liegt dann nicht hier oben in der Gegend rum.